Was geht ab, Leute? How are you? How are you? How are you today? Very good. Awilkum alhababa. Willkommen zu einem neuen Teil in Marrakesch und meine Foodtour. Ich bin der Forest Kitchen. Wir haben 10 Uhr morgens gerade. Ich rieche, wie das Brot hier frisch gebacken wird. Ich rieche verschiedene Aromen, dringt tief in meine Nase. Hier werden wir jetzt frühstücken. Da oben steht der Name Sandwich Dabachi. Da gibt es so eine Art marokkanischen Menemen mit frischem Brot. Das möchte ich jetzt probieren. Wir setzen uns jetzt hin, outside, essen schön mit den Fingern aus der Pfanne. Let's go. Oh, pardon. Hey, pass mal auf! Du Pisser. Die haben uns hier jetzt einen Platz reserviert. Oh, der ist auch schon wieder weg. Der hat mich schon verarscht, Alter. Hier, das sieht doch schon mal saftig aus. Geil. I want this same, yeah? Okay. Ich liebe Streetfoods, Leute. Ey, die Sonne knallt mir direkt ins Gesicht. Ich liebe das. Ich verstehe Menschen nicht, die sich von der Sonne wegsetzen möchten in den Schatten. Ey, die Sonne soll richtig knallen, so. Ich will, dass mir schwindelig wird. Käfer, hallo! Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich muss irgendwo Geld wechseln. Ah. Der Arme, hier. Sadaka, ja? Bismillah. Ben, du nur dich in dem Grad. Ich hab nicht mal Geld in der Tasche. Ich hab gerade meinen letzten Pfennig diesem Mann gegeben. Ich muss Geld wechseln irgendwo. Aber das ist nicht schlimm, der wird mir sogar auf Kombi geben, das Essen. Der wird sagen, komm, morgen bezahlen. Money is money, Land! Bin jetzt schnell auf der Suche nach einem Change. Ich habe gar keine Dirhams mehr. Okay, hier. Was haben wir für einen Kurs? 10,5. So. Ich habe jetzt Geld gewechselt. 10,5 für 100 Euro habe ich jetzt 1057 Dirhams bekommen. So, Tee ist schon mal da. Schon süß, gell, aber ich feiere das übertrieben. So, das Essen ist jetzt da, meine lieben Zuschauer. Schaut euch das mal an. Ich habe hier Fleisch mit Eier, Tomaten, schön angebraten. Mal sehen, wie das schmeckt mit verschiedenen Gewürzen. Und hier ist das Vegetarische für meine geliebte Frau. Schön mit dem Brot rein. Zack. Mm. Schön auf der Straße am Essen. Auf billigen Plastikstühlen, kleiner Tisch, die Menschen am Vorbeilaufen. Diese Atmosphäre liebe ich doch. Alter, das war mal ein Frühstück für Champions. Der Tag beginnt ja schon mal top. Ich hoffe, das geht so weiter. Ey, was die da auf einer kleinen Pfanne servieren, ist unglaublich. Wir sind jetzt im Matcha Coffee. Soll sehr beliebt sein. Schaut mal hier. Wunder, wunderschön. Wow. Wow. Sag mir nicht, der trägt das Ding mit, nur um Fotos zu machen. Das riesige Ding da. Mit Erdbeergeschmack, um Eiskaffees herzustellen. Ich habe gerade gefragt, was der Unterschied ist zwischen indischem Kaffee, äthiopischem, Kenia, Kuba, Kolumbien, Brasilien. Brasilien, Guatemala, also das sind so leichte Kaffees. Kolumbien ist so mit Medium, mittelstark. Und die starken kommen so aus Indien, Äthiopien und Kenia. I have a question. Is this box inside? Yeah, same. What is inside of this powder? Yeah, it's a powder coffee. This one is a flavor with a chocolate and chantilly cream. And this one is with orange and zest of chocolate. Okay. Velvet chocolate and orange. And this one is with the hazelnut. And this one is decaffeinated. So, ich habe mir jetzt ein kolumbianisches Kaffee geholt. Was eine Mühe, die sich auch noch geben, um euch eine schöne Verpackung zu kaufen. Thank you very much. Shukran. Wow, so sieht das aus, Leute. Unser Gerät klingelt. Wir gehen jetzt in das Café hinein. Thank you. Hello. Wow. Sehr, sehr schön hier. Dafür haben wir jetzt knapp eine Stunde gewartet. Thank you. Wow. Ich bin so gespannt, wie dieser Kaffee hier schmeckt. Very, very nice, man. Thank you. Da ist auch noch ein Raum, der sieht ja richtig fresh aus. Wow. So, wir sitzen jetzt im Café. Ist wunderschön, wie ihr bereits gesehen habt.
Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen Kaffee bestellen. Hier gibt es so viele Kaffeesorten, Freunde. 23 Seiten mit Kaffee. Guck mal, wie schön die Karte ist. Stärke gerade mit Kaffeebohnen. Das ist zum Beispiel schwacher Kaffee. Ich nehme, glaube ich, den Kaffee aus vielleicht Kuba oder Bolivien. Ja, bolivianisch. Haftbefehl sagt doch in seinem Lied. Was sagt er nochmal? Alle Präsidenten dieser Welt treffen sich auf einen Kaffee und eine Leine in Bolivien. Deswegen nehme ich jetzt einen Kaffee aus Bolivien. Wegen Haftbefehl. You, sir? Yes, I want coffee Bolivian and the croissant with chocolate and pistachio. Chocolate. Thank you. Oh, man kriegt für 4 Euro so eine Kanne Kaffee. Yes. Französisch croissant, chocolate pistachio croissant. So, wir sind hier gerade in einem noblen Restaurant. Nein, sind wir nicht. Darf ich das mit der Hand essen? Oder wollen wir mal hier einen auf Gabelmesser machen? Ich komme mit sowas gar nicht zurecht. Der Forest isst Croissant mit Gabel und Messer. Ich glaube es nicht. Sehr lecker, aber da ist so ein Geschmack dabei, den ich gar nicht mag, so wie Marzipan. Kaffee aus Bolivien. Boah. Erfrischend warm. Das ist Kaffeelan. Jetzt verstehe ich Menschen, die gesagt haben, da man braucht morgens einen guten Kaffee. Ich weiß jetzt, was ihr meint, Leute. Ich bin kein Kaffee-Freak. Ich kenne mich mit Kaffee null aus, aber das. Boah, Leute. So, mein Fazit zum Café Bacha. Wie fandest du es eigentlich? Also sehr lecker. Ich trinke normalerweise keinen schwarzen Kaffee, aber es war so gut. Es ist richtig aromatisch und angenehm zu trinken, ohne Milch, ohne nichts, obwohl der Kaffee schwarz war. Ihr habt so viele Kaffeesorten zur Auswahl, wie ihr gesehen habt. Geht da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr in Marrakesch seid. Es war so schön und angenehm dort, gell? Die Atmosphäre, die Mitarbeiter, es war richtig professionell. Jawohl, guck mal, wie der tanzt. Ey, Moroccan Dance Style. Yeah. Oh ja. Oh, nice Outfit, ja? Marrakesch. Der Bruder will durch. Leute, was ist das bitte? Ist das Bambuswasser oder was? What's the English name for this? Sugar cane. Sugar? Cane. Cane. Schaut euch das mal an bitte. Zuckerrohr. Ah, Zuckerrohr. Guck mal, das steckt er so rein und dann kommt da das Wasser hinaus. Ihr lebt in Italien. Seid ihr ausgewandert? Aus Polen. Genau. Wie ist das Leben in Italien? Super. Ist besser, gell? Sonnig, Essen. Und do you live in Germany? Ja, Frankfurt. Oha! Süß am Aha. Sehr, sehr süß. Wird aus Zuckerrohr nicht Zucker gemacht? Er macht es mit Zitrone. Very, very sweet. Wey, so Schnuggis, ich war gerade kurz in der Unterkunft, frisch gemacht, neue Klamotten angezogen und das, was jetzt auf euch zukommt, das sprengt alles. Wir gehen jetzt Lammfleisch essen, aber nicht irgendein Lammfleisch, sondern Lammfleisch, was im Ofen unter der Erde gebacken wird oder geschmort wird, wie soll ich das jetzt nennen? Schaut mal hier. Oh, hier ganz genau, das ist meine Abteilung. Hier drin wird das Lammfleisch geschmort. Der hält sogar Licht rein für mich extra. How much degrees? Der denkt, ich sag was anderes. Der holt jetzt was für mich raus. Ich wollte nur wissen, wie viel Grad das da unten ist. Wow, 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 wow. So sieht das aus. Da sind Rippchen drin. Lecker. Nice. Der bereitet mir das jetzt zu.
Ja, der bringt uns jetzt zu einem Platz, wo wir das Ganze genießen können. Das hat uns jetzt 13 Euro gekostet. Ist schon ein saftiger Preis, 13 Euro. Da können wir unser Essen genießen, meint er. So, hier haben wir jetzt das schöne Stück. Geil, schaut euch. Aber für 13 Euro ist das schon eine richtig fette Portion. Schaut euch das mal an. Boah, schön fettig. Meine Frau gegenüber kotzt gleich. Schau dir das mal an. Boah. Ey, deren Salz schmeckt auch abnormal krass. Oh Gott, ich kann da nicht hin. Ey, das schmeckt zu krasser. Das ist meine Welt. Im Erdofen drinnen. Unter der Erde wurde das gebacken. Habt ihr ja schon gesehen. So wurde das früher gemacht, gell? In der Steinzeit. Ich bin ja richtiger Steinzeitmensch. Hurra, hurra, hurra. Also entweder kommt dieser besondere Geschmack von diesem Erdofen oder die sind wirklich mit diesem Lamm Gassi gegangen. Ich kann es mir nicht erklären. Egal, ich lasse mir jetzt schmecken und wir sehen uns später. Teilt es mal auf, damit beide was davon haben. Leute, denkt auch an die Katzen. Nicht immer selber hier fressen. Auch die Tiere füttern, ja? Dankeschön. Lasst euch so ein Streetfood nicht entgehen. Frischer Fisch, übertrieben krass, Leute. Mit Pommes, Linsen, Fisch, Paprikas, Chilischoten. Das ist, da, besser geht's nicht. Das ist Essen, Freunde. Boah. Ha ha ha.